Willkommen in Form mit dem Jetstream Smartphone hier von der Company 2012 mit einem 5 Zoll Touchscreen, was wirklich sehr groß ist, wie ihr es hier sehen könnt. Ich habe es jetzt in der Hand und es ist eigentlich ein immenses Stück Hardware, aber wir haben Android 4 installiert immerhin. Es läuft wunderbar schön schnell. Wir haben WLAN natürlich drin. Wir haben eine gute Kamera mit dabei. Wir haben hier an der Seite, wir sehen Lautstärkeregler, An- und Ausschalter, Kopfhörer, Micro-USB eingebaut und ansonsten natürlich noch ein Mikrofon unten. Hier ist die Kamera hinten mit Blitz und das Ganze ist natürlich in einem schönen Plastikgehäuse gehalten, wo man die Rückseite wunderbar einfach abnehmen kann, wie ihr hier sehen könnt. Wobei, dafür braucht man fast schon wahrscheinlich zwei Hände oder ich bin jetzt nur etwas ungeschickt hier. Nee, es geht. Ich habe die Rückseite vorher noch gar nicht abgemacht, also schauen wir mal, was für ein Akku drin ist. Außer es will tatsächlich nicht, dann müsst ihr einfach die Bilder, dann schaut euch die Bilder einfach auf techfokus.de an. Wir schauen jetzt einfach hier mal die Kamera an. Und zwar seht ihr, es sind schon ein paar Benchmarks installiert. Und ja, hier ist auch gleich die Kamera und wir haben natürlich vorne leider keine. Und anscheinend ist die rückwärtige Kamera auch noch nicht installiert. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal hier in einen Bereich, wo man eine ganz einfache Nachricht schreiben kann. Und dann könnt ihr auch erkennen, wir können die Tasten nicht verbinden, müssen alles einzeln drücken. Also es ist kein Swipe installiert. Und ja, schaut ganz okay aus. Bis zum nächsten Mal bei NLV. Das war das Jetstream Smartphone hier von der Complex 2012 im 5 Zoll Design. Und natürlich wahrscheinlich zu einem billigeren Preis wie bei Samsung.